Sarah Wagenknecht hat eine Rede im Bundestag gehalten und fordert die Ampel auf, unser Land nicht mehr in Gefahr zu bringen. Das ist eine ziemlich krasse Ansage und ich würde sagen, diese Rede schauen wir uns jetzt zusammen an. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, auch wenn die genauen Umstände noch ungeklärt sind, steht fest, die Verantwortung für den Tod Nawalnys tragen diejenigen, die ihn seiner Freiheit beraubt und die ihn unter unerträglichen Umständen inhaftiert haben. Sowohl die Haft als auch die Haftbedingungen waren schwere Menschenrechtsverletzungen. Wem Freiheit und Demokratie am Herzen liegen, der muss ein Regime verurteilen, das so mit seinen Kritikern umgeht. Was Sie allerdings zu diesem Anlass hier aufführen, das ist an Scheinheiligkeit kaum zu überbieten. Wenn Ihnen Freiheit und Menschenrechte wirklich wichtig wären, warum kommt von Ihnen kein Wort zu Julian Assange, über dessen Schicksal jetzt hier heute in London verhandelt wird, der seit 5 Jahren in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis festgehalten wird, unter unerträglichen Haftbedingungen, der inzwischen auch so krank ist, dass in Frage steht, ob er die nächsten Monate überleben wird? UN-Vertreter Nils Melzer spricht im Falle von Assange von Folter, also von den Haftbedingungen, die da ausgesetzt ist. Und wo bleibt Ihre Empörung über die hochmoralische, wertegeleitete Außenministerin, die immerhin dem saudischen Islamistenregime, das regelmäßig Oppositionelle köpft oder zu Tode peitscht und gelegentlich auch mal einen Journalisten zersägt, dass diesem Regime Eurofighter und IRIS-Raketen liefern will? Wo ist da Ihre Empörung? Und Saudi-Arabien hat ja für diese Eurofighter und IRIS-Raketen gute Verwendung. Im Jemen, da führt Saudi-Arabien Krieg gegen den Jemen, man muss sagen, gegen die jemenitische Bevölkerung, die saudische Kriegstaktik, um die Houthi-Milizen, die Gebiete kontrollieren, in denen 80% der Jemeniten leben. Die saudische Regierung versucht, die Nahrungsmittelversorgung des Jemens zum Zusammenbruch zu bringen. Sie greift auch immer wieder zivile Ziele an, und zwar absichtlich, um den Jemen abhängig von Nahrungsmittelhilfen zu machen, die von Saudi-Arabien koordiniert werden. Also Saudi-Arabien weiß, dass es einen Guerillakrieg gegen die Houthis nicht gewinnen kann. Und alleine deswegen versucht es wirklich mit brutalster Kriegführung gegen die Zivilbevölkerung die Herrschaft der Houthis zusammenbrechen zu lassen, da absolutes Chaos zu erzeugen und den Jemen insgesamt von Nahrungsmittelhilfen abhängig zu machen. Also es ist wirklich absolut brutal, was Saudi-Arabien veranstaltet. Und wenn wir Saudi-Arabien Waffen liefern, dann führt es damit eben genau diesen Krieg. Wie zynisch muss man sein, um das tragische Schicksal von Herrn Nawalny zu missbrauchen, um der Debatte um Taurus-Raketen neuen Schwung zu verleihen, um den Krieg mit deutschen Waffen nach Moskau zu tragen, wie Herr Kiesewetter das gefordert hat? Wissen Sie wirklich nicht mehr, wie es zweimal ausgegangen ist, als größenwahnsinnige deutsche Politiker den Krieg nach Russland tragen wollten? Kommen Sie endlich zur Besinnung. Statt unser Land in Gefahr zu bringen, setzen Sie sich für Friedensverhandlungen und einen Waffenstillstand ein und tun Sie etwas für die Freilassung von Julian Assange, damit die Welt sieht, dass Demokratien mit ihren Kritikern anders umgehen als Diktaturen. Ja, gutes Statement. Also sie hatte jetzt leider nur 2 Minuten Zeit, aber hier hätte man auch den Fall Gonzalo Lira bringen können. Der ziemlich ähnlicher Fall wie Nawalny. Lira wurde in der Ukraine eingesperrt, weil er die ukrainische Regierung kritisiert hatte. Er wurde gefoltert und ausgeraubt. Und als er versuchte, Asyl in Ungarn zu beantragen, als er versuchte, aus der Ukraine zu fliehen, wurde er gefangen genommen und dann nochmal eingesperrt und ja, dann nicht wieder rausgelassen, bis er ein paar Monate später in ukrainischer Haft gestorben ist. Also ziemlich ähnlicher Fall wie Alexei Nawalny, da kräht aber in unseren Medien, in unserer Politik seltsamerweise kein Hahn nach. Fast so, als ob es um Menschenrechte nicht gehen würde. Fast so, als würde man den Fall Nawalnys jetzt missbrauchen, um seine eigene politische Agenda, die sehr antirussisch, die sehr aggressiv ist, durchsetzen zu können.